fangen ohne Herrn Derix an. Die Pressekonferenz nach dem 8. Spieltag in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Telekom Baskets won gegen S. Oliver Würzburg. Endergebnis 91-86. Ich begrüße an meiner Seite, nee, hätte ich fast gesagt, zu meiner Linken Würzburgs Head Coach Dennis Hucherer, zu meiner Rechten wie immer Baskets Head Coach Predrag Krunic. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Coach. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, gratuliere Coach Krunic zu dem Sieg. Ich glaube, wir haben ein relativ munteres Spielchen gesehen, in dem die Dreierquote, glaube ich, den Unterschied gemacht hat. Die 7 von 9 Dreiern im zweiten Viertel haben uns wehgetan. Wir haben sehr stark angefangen, gehen trotzdem mit -4 in die Halbzeit. Und dazu kommt eben noch das Bond mit Rashad James in der zweiten Halbzeit und mit Shane Gibson in der ersten Halbzeit Spieler haben, die aus nichts eine Menge machen, Würfe nehmen, die auch nur schwer zu verteidigen sind, die dann eben fallen und dann eben auch den Unterschied ausmachen. Statistisch gesehen sehe ich außer dieser Dreierquote keinen großen Unterschied. Ich schon. Darf ich was anmerken? Rebounds, 35-27. Ein Wort vielleicht noch dazu, was ja auch im Vorfeld so ein bisschen Thema war. Würzburg nicht als das offensiv-rebound-stärkste Team bekannt heute. 13 offensiv-rebounds am gleichen Brett, Bonn mit 22 defensiv. Ich glaube, man darf nicht verwechseln, dass wir zwar offensiv de facto seit einigen Wochen ohne echten Fünfer spielen, das gleichzusetzen mit einer Rebound-Schwäche. In den letzten Wochen haben wir regelmäßig die Rebound-Duelle gewonnen. Insofern ist das für mich jetzt nicht überraschend. Wir haben genug Jungs, die rebounden können, auf allen Positionen. Da haben wir eigentlich bisher selten ein Spiel verloren. Vielen Dank. Coach Runic, Ihr Statement bitte. Danke, Dennis. Gerne. Sehr wichtiger Sieg für uns. Spiel war, ich denke, besonders im ersten Viertel nicht in Lage, das ich sehe so gerne. Besonders im ersten Viertel war nicht genug Emotion in unserem Spiel, in der Verteidigung. Und das ist etwas, was muss besser sein. Und ich habe mit Jungs in der Halbzeit gesprochen über dieses Thema. Und denke, zweite Viertel oder zweite Halbzeit war eine andere Basketball mit einer guten Verteidigung, auch mit guten Würfe, guten Decision in unserer Offense. Und das produziert für viele Punkte. Wir haben gespielt gegen eine Mannschaft, das spielt sehr gute Basketball, auch sehr offensiv, sehr gefährlich, stark. Ich denke, dass Jungs, besonders in der letzten drei Viertel, einen guten Job gemacht. Und das war gut, warum wir haben dieses Spiel gewonnen. Und Gratulation für Jungs, für eine gute Leistung, für eine kämpferische Leistung, auch tolle Atmosphäre in der Halle. Weiter, nächstes Spiel. Schon am Dienstag für beide Mannschaften. Frage dementsprechend, was hat man heute, speziell nach diesem toughen ersten Viertel, dann hinten raus über sich selber lernen können, mit Blick auch schon auf Dienstag? Das ist etwas, was wir gerne nicht sehen in unserem Spiel, dass wir haben manchmal viele Oszillationen. Und denke, weil heute war nicht so viel Oszillation im Spiel, aber war, denke, nicht so gut erste Viertel. Das ist etwas, das noch wir müssen lernen. Das ist ein Spiel 40 Minuten, manchmal mehr. Und dass man muss in 40 Minuten immer sehr konzentrieren sein, fokussieren, Maximum zu geben. Manchmal ist Gegner besser oder nicht, aber wir müssen immer in Top-Level spielen, besonders in unserer Liga, weil es so viele starke Mannschaften und jeder kann schlagen, jeder, wir haben gesehen, und immer mit einer hohen Intensität und wir müssen kombiniert spielen. Vielen Dank. Wir haben noch keine Zeit, am Dienstag geht es weiter, trotzdem die Frage. Fragen an die Coaches? Der Bert. Kurze Frage an Prechrock. Ein Satz vielleicht zu Jasinski. Wir laufen am ersten Viertel mit 10 hinten. Dann kommt er rein. Mann aus der dritten Liga, wirft einen Dreier und gibt damit den Startschuss zur Wende. Wie ist das einzuschätzen? Sollte er den Schuss nehmen? War das mutig oder verwegen?
wollte sagen etwas über Julian. Julian hat hier gekommen vor ein Jahr oder ein bisschen mehr. Und es ist sehr viel Trainings mit ihm, sehr viel Arbeit mit ihm. Und manchmal spielt gut oder nicht gut, aber Junge trainieren gut und probieren Maximum zu geben und kämpfen in der Verteidigung und alles. Ich denke, Beispiel gegen Bayreuth, er hat schutieren 0-4. Heute war 3-3. Ich denke, dass diese Sache kommt gut. Manchmal Wurf ist gut oder nicht gut oder er trifft oder nicht trifft. Sehr wichtig ist, dass Junge war da, es war konzentriert, hat gut gekämpft und gute Verteidigung gespielt, gut gerieben und am Ende hat getroffen. Drei wichtige Würfe für uns, das uns sehr viel geholfen im zweiten, vierten. Und das ist etwas, war sehr gut vom jungen Mann. War nicht einfach, er hat letzte Nacht gespielt. Wir haben gesagt, gestern, er hat trainiert gestern mit uns. Training war 3 Uhr nach dem ganzen normalen Training gehabt. Nach dem Abend hat gespielt da, ich denke, 28 Minuten gegen Rondorf, für Rondorf. Und nach dem, heute war wieder, ich habe ihm gesagt, Konzentration muss bereit, schlafen gut, bereit kommen. Also vielleicht kommt ins Spiel und kriegst du eine Minute, dass du kannst helfen. Das Junge war sehr gut und hat uns heute viel geholfen. Julian Jasinski, kleiner Nachtrag, 9 Punkte, 3 von 3 Dreiern, Teil damit von 35 Bankpunkten für Bonn, demgegenüber 19 Punkte von der Bank bei Würzburg. Weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann alle schnell nach Hause, euch eine gute Heimfahrt. Und am Dienstag sehen wir uns alle wieder. Vielen Dank!